Ich werde Ihnen in diesem Video von drei Menschen berichten, die mich sehr beeindruckt haben, ohne ein einziges Wort zu mir zu sagen. Wenn Sie dieses Erfolgsrezept umsetzen, wird es Ihnen auch gelingen. Sie werden wortlos Sympathie gewinnen und Respekt gewinnen. Mein Name ist Martin Wehrle, ich bin Autor des Spiegel-Bestsellers »Den Netten beißen die Hunde« und ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge. Dort können Sie sich jeden Tag des Jahres meine besten Inspirationen für mehr Erfolg und Glück abholen. Link unter diesem Video. Gleich werde ich Ihnen von drei Menschen erzählen, die mir sehr imponiert haben, ohne dabei ein einziges Wort zu sagen. Und am Ende dieses Videos werde ich Ihnen ein besonders rührendes Erlebnis erzählen, das ich als junger, ziemlich armer Mann mit einem Kollegen hatte. Da hat er mich ganz tief beeindruckt. Vorher möchte ich Sie warnen vor dem schwersten Fehler, den Menschen oft begehen, wenn sie andere beeindrucken wollen. Und diesen Fehler habe ich gerade schon genannt. Wie bitte, werden Sie vielleicht sagen, Sie haben doch gar keinen Fehler erwähnt. Habe ich doch. Denn allein der Vorsatz, einen anderen beeindrucken zu wollen, der beschwört sein Scheitern herauf. Wir alle kennen doch Menschen, die es sich zum Lebensziel gemacht haben, andere zu beeindrucken. Das sind Typen, die große Worte in den Mund nehmen, aber deren Taten nur Zwerge sind. Das sind Menschen, die in einem großen Auto vorfahren, um andere zu beeindrucken, aber hinterm Steuer sitzt ein Charakterzwerg. Das sind Großmäuler, die Witze auf Kosten anderer reißen, um kurz im Mittelpunkt einer Gruppe zu stehen. Das alles sind Menschen, die andere beeindrucken wollen. Aber der Vorsatz, jemand beeindrucken zu wollen, der führt dazu, dass Menschen eine Rolle spielen. Dann tun sie ganz cool, obwohl sie die Hosen voll haben. Dann tun sie steinreich, obwohl ihr Konto leer ist. Dann geben sie sich als Alleskönner aus, obwohl sie keine Ahnung haben. Solche Spiele, die funktionieren zwar kurzfristig und es fallen immer noch viele Menschen darauf herein, aber nach einiger Zeit sind solche Schaumschläger durchschaut und dann schlägt der positive Eindruck, den sie erwecken wollten, ins exakte Gegenteil um. Und darum schildere ich Ihnen jetzt drei Methoden, wie Sie jemand ohne schauspielerische Leistung, ja sogar ohne Worte beeindrucken können. Indem ich drei Beispiele von Menschen gebe, von denen ich sehr beeindruckt war. Und am Ende komme ich auf den Kollegen zu sprechen, der mich, als ich jung und bettelarm war, sehr beeindruckt hat. Beispiel 1. Vor ein paar Wochen hat mir eine Zuschauerin dieses Kanals eine Mail geschrieben. Die Mail bestand nur aus einem Anhang und der Anhang enthielt einen Überweisungsbeleg. Sie hatte sage und schreibe 1000 Euro ans Deutsche Kinderwerk gespendet und als Betreff hatte sie geschrieben, Martin Wehrles Video, das finstere Geheimnis des deutschen Staates. Das ist ein Video von mir aus dem April 2021, in dem ich auf die Armut in Deutschland aufmerksam mache, die der Staat viel zu tatenlos hinnimmt, auch die Armut der Kinder. Und am Ende des Videos, da belasse ich es nicht bei Worten, da verschenke ich Videokurse im Wert von über 1000 Euro an Bedürftige. Und jetzt schickt mir diese großartige Frau wortlos eine Spendenquittung, die auf mein Video verweist. Und ich habe ihre wortlose Botschaft natürlich sofort verstanden, denn die Botschaft lautete, Sie selbst, Herr Wehrle, sind mit gutem Beispiel vorangegangen und haben über 1000 Euro gespendet und das tue ich jetzt auch, ich spende 1000 Euro, dann sind wir schon zwei, die etwas gegen die Armut in diesem Lande tun. Und hier ist der Tipp, den ich für Sie daraus ableite. Wann immer Sie die Chance haben, andere Menschen durch Taten statt nur Worte zu beeindrucken, sollten Sie die Taten vorziehen. Packen Sie an, statt nur zu reden. Helfen Sie einem Menschen, der Hilfe braucht, statt ihm wortreich Ihre Solidarität zu versichern. Erzählen Sie Ihrem Chef nicht, dass Sie ein kreativer Kopf sind, sondern legen Sie ihm einfach eine gute Idee auf den Tisch. Und sagen Sie Ihrem Herzensmenschen nicht 20 Mal am Tag, dass Sie ihn lieben, sondern zeigen Sie es ihm durch Ihre Taten. Taten wiegen immer schwerer als Worte. Worte, die wollen oft nur Eindruck schinden, aber Taten, die machen wirklich Eindruck. Ich habe der Spenderin übrigens auch durch eine Tat geantwortet und ihr ein handsigniertes Buch mit nur einem einzigen Wort geschickt und das in großen Buchstaben. Danke. Und hier ein zweiter Mensch, der mich sehr beeindruckt hat. Es ist schon viele Jahre her, da habe ich mit anderen Journalisten den Abschied eines geschätzten Redaktionskollegen gefeiert. Er hat uns zum Kegeln eingeladen und weil er ein feiner Kerl war, hat er einen ganzen Tisch mit Preisen dekoriert. Wer das Kegeln gewann, sollte als Erster aussuchen dürfen. Im Mittelpunkt des Tisches mit den Preisen, da stand ein riesiger Geschenkkorb, vollgepackt mit Delikatessen, auch Wein, auch Sekt, da war alles drin. Das war eindeutig der Hauptpreis. Und dann wurden die Preise etwas kleiner, zum Beispiel noch eine Flasche Wein oder Süßigkeiten. Und ich weiß noch genau, dass mein Kollege Bernd das Kegeln gewann.
Und alle waren wir sicher, dass er jetzt den Geschenkkorb, den großen, greifen würde. So war es ja gedacht, der Hauptpreis für den Sieger. Aber was tat Bernd? Er ließ diesen Korb einfach stehen und nahm sich einen der kleinsten Preise. Wortlos. Denn er wusste, wer der Zweitplatzierte war. Das war unser Volontär, der wenig verdiente und der den Hauptpreis viel besser würde gebrauchen können. Damit hat er mich und auch alle anderen sehr beeindruckt. Was können Sie daraus lernen? Kaum etwas beeindruckt andere Menschen so sehr, als wenn sie in der richtigen Situation auf einen eigenen Vorteil verzichten und einem anderen Menschen den Vortritt lassen. Wenn sie den Fahrstuhl verlassen, damit die Mutter mit dem Kinderwagen noch reinpasst. Wenn sie die tolle Dienstreise einem Kollegen überlassen, der bislang kaum gereist ist. Wenn sie selbst mit dem Fahrrad fahren und ihr Auto einem Menschen leihen, der es gerade dringender braucht. Ich meine damit nicht, dass Sie grundsätzlich zurücktreten und Ihre eigenen Bedürfnisse vernachlässigen. Ich meine damit, dass Sie ganz gezielt in einigen Fällen verzichten, weil Ihnen die soziale Geste mehr bedeutet als der eigene Vorteil. Damit beeindrucken Sie andere Menschen sehr. Und jetzt noch ein drittes Beispiel aus meinem Leben, das angekündigte Beispiel. Es spielte in der Zeit, als ich noch Volontär bei einer Zeitschrift in Hamburg war und mich mit meinem Geld gerade so über Wasser halten konnte. Am Monatsende kam es schon mal vor, dass ich im Supermarkt das Geld vor dem Einkaufen im Portemonnaie zählen musste, um an der Kasse keine peinliche Situation zu erleben. Ich musste also jeden Groschen umdrehen, ehe ich ihn ausgab. Und besonders schwer fiel mir das, weil ich ein großer Freund von Büchern war. Damals war gerade der Roman »Aus der Mitte entspringt ein Fluss« erschienen, den ich ungeheuer gern gekauft und gelesen hätte. Ein paar Kollegen hatten das mitgekriegt und eines Tages, als ich in mein Büro kam, da lag genau dieses Buch mitten auf meinem Schreibtisch. Es war ein neues Buch, es war noch verpackt. Niemand war mir als großzügiger Spender ins Büro getreten und hatte gesagt, ich schenke dir jetzt mal ein Buch, weil du so wenig Geld in der Tasche hast. Sondern einer der Kollegen, ich wusste noch gar nicht welcher, der hatte das Buch einfach gekauft und es mir hingelegt. Es dauerte tagelang, bis ich herausgefunden hatte, wer das war. Aber ich schwöre Ihnen, dass er mich durch seine wortlose Geste noch viel mehr gerührt und beeindruckt hat, als er es durch eine wortreiche Rede vermocht hätte. Und daraus folgt mein Tipp für Sie: Beeindrucken Sie Menschen, indem Sie ihnen etwas Gutes tun, ohne sich dabei als Gönner zu präsentieren. Verschicken Sie einfach mal einen Blumenstrauß oder ein Geschenk oder organisieren Sie eine Kinderbetreuung für jemanden, der sonst nicht von zu Hause wegkommt. Ich garantiere Ihnen, solche Gesten, die machen ungeheuer Eindruck. Denn solche Gesten zeugen von Charakter. Und jetzt schauen Sie unbedingt noch mein Video über eine Kleinigkeit, die Sie heimlich ganz viel Respekt kosten kann. Das wird Ihnen helfen, mehr Respekt als bislang zu bekommen. Sie finden den Link in der Infobox und wir blenden das Video gleich noch zum Anklicken ein. Und jetzt schenke ich Ihnen noch was sehr Wertvolles, nämlich mein Videoseminar Das 3-Minuten-Geheimnis. Darin verrate ich Ihnen, wie Sie mit nur 3 Minuten Aufwand pro Tag die nächsten 365 Tage zu den Besten Ihres Lebens machen. Mich hat diese Methode sehr erfolgreich gemacht und die wird auch bei Ihnen funktionieren, versprochen. Das Seminar ist für kurze Zeit noch kostenlos. Klicken Sie gerne hier und lassen Sie sich überraschen. Abonnieren Sie gerne mit Glocke, dann kriegen Sie immer Nachricht bei neuen Videos. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Wehrle.